Sehr geehrte Finanzmarkt-Welt-Community, ich nehme Sie wieder mit in die Welt der Charts und wir befassen uns mit der Frage, kommt jetzt der nächste 120-Dollar-Absturz in Anführungsstrichen im Goldpreis nach unten? Was machen wir mit Short-Positionen? Wann lohnt es sich wieder oder wann macht es wieder Sinn, in den Markt einzusteigen? Auch wenn Sie jetzt sagen, ja, physisch gesehen macht es immer zu jeder Zeit Sinn. Okay, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir gucken uns hier das kurzfristige Bild an, eher von der Haltedauer, nicht so ewig langfristig ausgerichtet. Ich habe selber ein paar Unzen zu Hause liegen. Ja, freue ich mich auch immer, wenn der Goldpreis steigt. Aber rein aus charttechnischer Sicht macht es natürlich auch Sinn, sich den Markt anzuschauen. So kann man mit möglichen Gewinnen, die man da generiert, ja, vielleicht auch die ein oder andere Unze, sich noch langfristig dazu kaufen, dazu verdienen. Und jetzt schauen wir uns den Goldpreis an. Der ist nämlich momentan sehr, sehr spannend. Und wer meine Videos verfolgt, der kennt diesen Chart schon in- und auswendig. Märkte brauchen ja immer ein bisschen, bis sie so die einzelnen Marken ablaufen. Wir hatten gesagt, hier im Bereich des Hochs, das ist eine Short-Position. Ja, da wurde gesagt, um Gottes Willen, aber das ist einfach, Märkte bewegen sich ja immer und immer wieder nach den gleichen Mustern. So, und so ein Verlaufshoch, wenn das zu schnell angelaufen wird, dann muss das erstmal abverkauft werden. Der Markt muss sich erstmal abreagieren. Alle, die hier unten gekauft haben, die wollen ja auch mal Gewinne realisieren oder viele davon. Und so entsteht entsprechend Verkaufsdruck. Den haben wir nach unten gesehen. Und dann zuletzt so eine dröge Seitwärtsbewegung. Und da hatte ich hier schon mal in einem Video von mir gesagt, wenn das Niveau unterschritten wird, dann haben wir wahrscheinlich, wird dann eine Lawine losgelöst und der Verkaufsdruck entsteht in Richtung 1820. Der Ausbruch ist einmal gekommen und die Käufer haben sich aber direkt zurückgemeldet. Und da habe ich gedacht, oh Mensch, okay, jetzt wird eher mein gelbes Szenario tritt in Kraft. Nämlich, dass wir uns seitwärts auf hohem Niveau bewegen, was langfristig gesehen eine schöne Sache wäre für einen Ausbruch nach oben, hätte aber noch Zeit gebraucht. Und zwei Tage später, bam, wird das Tief erneut angelaufen. Es wird wieder Verkaufsdruck ausgeübt. So, und jetzt steigt einfach mit jedem Tag, wo wir uns hier unten auf niedrigem Niveau befinden, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich der Rutsch kommt. Das heißt, Short-Positionen, die hier oben aufgebaut wurden, da können wir jetzt mal langsam den Stop-Loss nachziehen. So hier über diese letzten Hochs, ich sag mal bei 1990 US-Dollar. Dann hat man schon mal einen kleinen Profit abgesichert. Und ich sag mal, wenn jetzt der Verkaufsdruck losgeht, dann sollte er auch jetzt starten, dass wir in Richtung 1820 laufen. Dort ist Gewinnmitnahme auf jeden Fall angesagt, weil wir dort in der Mitte der Range sind. Von dort hat der Goldpreis auch wieder gute Chancen zu steigen. Und deswegen Achtung hier im Goldpreis, da müssen wir mit einem Rutsch in den nächsten Tagen rechnen. Schauen wir uns das Silber an. Und auch hier aus technischer Sicht, Silber an das Hoch gelaufen, abgeprallt. Wir hatten vorher, hat man hier so einen Widerstand gebildet. Der wurde erstmal überschritten, wurde dann zur Unterstützung, wurde wieder unten unterschritten und wurde jetzt zum Widerstand. Wechselnde Polarität zwischen Unterstützung und Widerstand. So eine einfache Geschichte, die aber immer und immer wieder funktioniert. Und Verkaufsdruck ist aufgekommen. Und hier haben wir, ich sag mal, wir befinden uns jetzt aktuell wieder an einer eher mittelstarken Unterstützung. Einstiege machen für mich so ab, ich sag mal, zwischen 20 und 21 US-Dollar. Da können wir uns wieder mit Long-Position im Silber beschäftigen. Wegen mir natürlich auch langfristige Positionen, aber auch eher kurzfristig ausgerichtete, nur um hier so einen Move nach oben mitzunehmen. Und jetzt gucken wir uns mal noch das Silber im Stundenchart an. Ich hatte zuletzt in einem meiner Videos, hier, dieses blaue Bild war das erste, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, hier nach dem Ausbruch nach unten kommt es wahrscheinlich zu einer Gegenbewegung. Das Unterstützungsniveau wurde nicht ganz erreicht. So, und dann wurde hier das alte Ausbruchsniveau, was wir gerade im Tageschart angesprochen haben, wurde zum Widerstand, wurde angelaufen. Dann gab es so eine erste Abwärtsbewegung. Und dann habe ich dieses rote Feld hier eingezeichnet. Gesagt, oh Mensch, wenn wir das Niveau nochmal antesten, da müssen wir hellhörig werden. Hier können wir Short-Positionen eingehen. Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit dreht der Markt irgendwo in diesem Bereich. So, und jetzt von der Trading-Idee her, sag mal, Einstieg, so im unteren Bereich, weil wir nicht wissen, bis wohin läuft der Markt. Und Stop-Loss da drüber. Ich habe ihn sogar ein bisschen konservativer gesetzt, hier über das Hoch. Und das heißt,
Das hier wäre entsprechend das Risiko, was wir eingehen. Und wenn wir jetzt unten die erste Unterstützung anlaufen, kann man Kursziel setzen bzw. einen Teilgewinn realisieren und hat dann schon, hier war das eingegangene Risiko, 1, 2, 3 und ein bisschen sein eingegangenes Risiko verdient. Und darum geht es mir im Trading. Es geht nicht darum, irgendwie Recht zu haben oder, weiß nicht, so und so viel Prozent Profit zu machen, sondern schauen Sie eher immer darauf, was ist mein Risiko, was ich eingegangen bin. Und dazu muss der Ertrag passen. Und ich sag mal, wenn ich nicht mindestens das Doppelte meines eingegangenen Risikos rausholen kann, also wenn diese Unterstützung, wenn die schon hier oben liegen würde, dann hätte ich den Trade gar nicht gemacht, wenn ich nur die Chance hätte auf, ich sag mal, 23,50. Hätte ich 1,5 Mal mein eingegangenes Risiko, das lohnt sich nicht. Und so kann man dann auch, egal welche Kontogröße man hat, ich sag mal, mit einem Konto von 10.000 und man riskiert 1%, heißt 100 Euro oder Dollar, so, dann hätte ich hier einen 100er riskiert, wäre der Kurs hier hochgelaufen, wären 100 Euro Dollar verloren. So, und jetzt läuft er hier runter und ich gewinne 300. Und das ist Trading. Und so kann man es auch mit einem 100.000 Konto machen. Ich riskiere einen 1.000er, gewinne 3.000. So kannst du es mit einem Millionenkonto machen. So, gerade Silber kann man auch mit großen Konten handeln. Und genau das ist Trading. Und genau darum geht es mir, dass man so kurzfristige Begebenheiten, die man im Chart einfach immer wieder sehen kann. Und natürlich klappt das nicht immer, um Gottes Willen. Wir müssen damit rechnen, dass, weiß nicht, 5, vielleicht auch 6 von 10 Trades schiefgehen. Aber mit den Gewinnern haben sie dann die Chance, mehr zu verdienen, als sie mit den Verlierern verlieren. Das ist im Grunde nur ein Rechenexempel. Und dafür brauchen wir einfach, ich sag mal, die Marktanalyse. Ich will es noch nicht mal als Charttechnik benennen, sondern es ist einfach nur, wir gucken uns die Märkte an, gucken, wo sind die Käufer in der Vergangenheit aktiv gewesen, wo sind die Verkäufer aktiv gewesen, ne? Wechselnde Polarität, so ein paar einfache, grundlegende Dinge, die man in der Marktanalyse beachten muss. Und schon kann man so schöne Marken identifizieren, gepaart mit vernünftigen Risiko- und Money-Management. Das ist Trading. Jetzt gucken wir uns noch die Minenaktien an. FunEgg Gold Miners Index, den GDX. Wir haben uns hier am Widerstand Kopf gestoßen und ich hatte erst so ein blaues Szenario hier eingestellt, weil ich erwartet habe, das war schön dynamisch, dass wir hier auf hohem Niveau seitwärts laufen. Und dann wäre so ein Ausbruch interessant geworden. Ist nicht gekommen. Jetzt müssen wir umdenken. Bam, Dynamik eher wieder nach unten, beziehungsweise diese Bewegung wurde schon sehr weit korrigiert. Und jetzt müssen wir uns überlegen, okay, wo ist der nächste mögliche Einstieg, der mir einen Vorteil im Markt verschafft? Und das wäre hier unten. Und wenn wir mal schauen, so dieser Preisbereich, ich sag mal 25 bis 27 US-Dollar. Hier gab es mal Verlaufshoch, hier Verlaufshoch, hier Verlaufshoch, Verlaufstief, hier ist die dynamische Aufwärtsbewegung gestartet. In diesem Preisbereich hat es in der Vergangenheit immer wieder Reaktionen gegeben. Und dann warte ich geduldig darauf, dass dieser Preisbereich wieder angelaufen wird und spekuliere darauf, dass es auch diesmal wieder eine Reaktion gibt. Weiß ich, ob es klappt? Nein, natürlich weiß ich das nicht. Das weiß keiner. Dafür ist ja das Risiko-Money-Management. Also, im Goldminen, im Moment ist für mich nichts zu tun, weil wir irgendwie so in der Mitte der Range sind. Keine vernünftige Trade-Location, wo ich sagen kann, okay, da macht es Sinn. Da habe ich einen Vorteil im Markt. Deswegen, da muss man, an der Börse muss man halt auch manchmal geduldig sein. Und da ist dann das Schöne, wenn man sich nicht nur auf, ich sag mal, eine Asset-Klasse, einen Markt konzentriert, dass man sich nur Gold anguckt oder nur Minenaktien, sondern es gibt ja eine große Bandbreite. Allein US-Aktien, ne? Ein riesengroßes Spektrum, da findet man immer Aktien, die sich im Aufwärtstrend, im Abwärtstrend, in der Seitwärtsbewegung befinden. Und deswegen Augen auf, open-minded sein und die einfachen Dinge funktionieren oft am besten. Ich wünsche Ihnen gute Trades, abonnieren Sie gerne meinen Kanal Mario Steinrücken und ja, lassen Sie mir natürlich auch gerne ein Like da. Aber ich freue mich auch über negative Kommentare, belustige mich immer, wenn über die Charttechnik gemeckert wird. Also auch hier gerne wieder, ne, Schleusen auf, macht einfach was draus.